So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hätte mal ein ganz spezielles Gear-Review zu machen, nämlich von etwas, was man nicht kaufen kann, nämlich tada, mein neues Tarp. Kann man deswegen nicht kaufen, weil es selbst genäht. Also man kann den Stoff kaufen, aber selber nähen muss man es dann trotzdem noch. Und wichtig, Spoiler, ich kann nicht nähen. Aber ich habe ja dankenswerterweise sehr, sehr liebes Personal, was mir da in der Hinsicht weitergeholfen hat. Die große Danksageaktion kommt hinterher und in gewissen Abstand zum Personal. Sie hockt hier gerade out of Kamera und will es nicht hören, wenn ich sie allzu sehr lobe. Das mag sie nicht. So, ja, also, Idee war folgende. Ich hatte ja mal versucht, im Rahmen von meiner Ultraleicht-Ausrüstung, die ich mir so ein bisschen experimentell zusammenstelle, so eine olle, was war denn das? Gear-Top-Zeltunterlage hatte ich mir bestellt. Und die hatte 2,20 Meter mal 1,50, irgendwie sowas. Und ich hatte gedacht, rein technisch gesehen komme ich da ja eventuell drunter. Und das Ding ist sehr, sehr leicht. Und das wäre auf jeden Fall vom Gewicht her, ich weiß nicht, was die wiegt, 280 irgendwie, nee, nicht mal, 180, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber wirklich verdammt leicht. Doof nur, das ist wirklich zu knapp. Das ist echt so knapp und sie hat auch nur 4 Abspannpunkte. Bei der Größe langt das zwar auch irgendwo, aber ich hätte schon gerne noch einen 5. und einen 6. und vielleicht noch einen 7. und einen 8. irgendwie dran gehabt. Und deswegen ja, schon wirklich minimalistisch. Und einige Leute hatten auch angemerkt, lass den Quatsch, da passt du ja nicht ganz runter. Weil ich bin 1,90 und nur 30 cm an beiden Enden überhaupt noch theoretische Tarplänge, um vom Wetter geschützt zu sein. Das ist schon, also 15 cm pro Ende. Pro Ende sind dann ja nur noch 15. Das ist schon wirklich sehr sportlich und das war kein Zustand. Und trotzdem habe ich nicht eingesehen, wenn ich schon mit dem Tarp rumrenne. Ja? Und damit ja die einfachstmöglichste Unterkunft dabei habe, dann will ich doch auch bitte wirklich was so leicht wie irgend möglich ist und was sich deutlich gewichtstechnisch zu einem Zelt unterscheidet. So, und bisher habe ich einige gute Tarps gehabt und habe auch noch eins, das ich sehr gerne nutze. Das war auch mal ein Geschenk und das ist toll. Das ist wirklich super. Das hat Abspannpunkte noch und nöcher und das ist super stabil von Helikontex. Der ein oder andere wird es vielleicht noch in Erinnerung haben, dass ich das mal gekriegt habe. Wobei, weil es jetzt nicht viel bei Übernachtungen gesehen hat, das habe ich jetzt meistens immer privat für irgendwelche Sachen, wo ich nicht gefilmt habe, genutzt. Das wiegt knappe 750, nicht ganz. Mit Beutel fast 750. Und das ist ein 3x3 Meter Tarp und wie gesagt, jede Menge Abspannpunkte und schön robustes Material und dafür ist es dann wirklich auch nicht schwer für das, was es tut. Aber es ist halt auch nicht besonders leicht. Und wenn ich eben im Bereich ultraleicht unterwegs sein will, dann würde es mich ärgern, weil ich dann schon ein bisschen bekloppt bin. Aber das gehört, glaube ich, irgendwie ein bisschen dazu, dass man da ein ganz kleines bisschen Wahnsinn entwickelt bei der Geschichte. Habe ich den Eindruck, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann widersprecht mir gerne. Da möchte ich auf jeden Fall was dabei haben, wenn schon Tarp, das massiv leichter ist als ein Zelt. So, und da es im Ultraleichtbereich ja diese bekloppten 600 Gramm Zelte gibt, bekloppt im Sinne von dem, was die kosten, nicht bekloppt im Sinne von dem, was die können, das scheint ja wirklich, ich habe jetzt inzwischen genug von denen in Real Life gesehen, dass das wirklich beeindruckend zu sein scheint, aber selber habe ich noch nicht ausprobiert, also bin ich mal vorsichtig, aber trotzdem, es gibt 600 Gramm Zelte und wie gesagt, wenn ich schon mit Tarp rumrenne, dann soll das verdammt nochmal massiv viel leichter sein als so ein doofes 600 Gramm Zelt, damit ich mir nicht so bekloppt vorkomme. So, und deswegen wiegt jetzt eben dieses Tarp, das 2x3 Meter von der Größe her hat, nur 256 Gramm. Okay, ohne die Schnürchen, das Schnürchen, was ihr gerade noch runterbammelt, ja? Die Schnürchen hatte ich damals nicht mitgerechnet. Das heißt, das sind wir jetzt bei 265 von mir aus. Und das ist dann doch auch noch mal erheblich leichter, also erstens mal nur fast ein Drittel so schwer wie ein 2x3 Massiv-Tarp, ein 3x3
massiv Tab mit vielen Ösen. Also da hat man schon mal 500 Gramm gespart im Vergleich zu so einem Ding. Und es ist noch mal ungefähr die Hälfte von eben so einem Ultraleichtzelt und immerhin dann noch mal 300 Gramm leichter. So. Und damit muss ich mich nicht schämen, beziehungsweise nicht ärgern, dass es dann halt andere Ultraleicht-Fuzzis gibt, die eben mit so einem blöden Ultraleicht-Zelt rumrennen und dann trotzdem immer noch leichter sind als ich mit dem Tarp. So, das ist so mit einer der bekloppten Gründe gewesen, weshalb ich das unbedingt haben wollte. Und tatsächlich habe ich jetzt auch nochmal das Internet durchforstet, ob man denn einen Tarp kaufen kann, das 2x3 Meter hat, das halbwegs viele Ösen zum Abspannen hat, das leichter ist als dieses Ding, und ich habe keins gefunden. Das Einzige, was es noch gab, was so ein bisschen, also was schon leichter ist, aber aufgrund dessen, dass es auch nicht komplett 2x3 Meter im Rechteck hat, sondern noch mit so ausgestanzten Ecken, ja, also mit so einer alternativen Form, so einem Drachentrapez, sonst was irgendwie Form, was in die Richtung irgendwie geht. Und damit hat es natürlich noch mal eine geringere Fläche. Und dann ist es schon noch mal etwas leichter. Und dieses Tarp kostet 250 Euro und ist von Hilleberg. Hilleberg, wer es nicht kennt, das ist so die Luxuszeltmarke für Antarktis-Expeditionszelte und sonst wie. Ne? Und muss man ganz ehrlich sagen, ja, das Tarp 5 von Hilleberg, das ist noch mal einen Ticken leichter. Also eigentlich ist es schwerer, aber da sind die Schnüre schon dabei beim Gewicht. Und zwar lange Schnüre und davon, ich glaube, 5 oder sowas. Und damit ist es dann schon noch mal eine Ecke leichter. Aber es kostet halt auch 52 Euro. So, und was kostet dieses Ding hier? Also Arbeitszeit natürlich nicht mit eingerechnet. Für die Fläche, also für rein fürs Zeltmaterial 60 Euro, denn ein Quadratmeter leichtestes Silnylon, was ich gefunden habe, als Meterware, kostet 10 Euro. Es gibt dann noch welches, das ist 4 Gramm schwerer pro Quadratmeter. Das kostet dann nur noch 8 Euro oder irgendwie so. Und je schwerer es wird, desto billiger im Grunde. Ja, das ist die 36 Gramm pro Quadratmeter Variante, die ich hier habe. Und ja, da finde ich, ist 10 Euro ein fairer Preis. Die Qualität ist prima. Doppelseitig Silikon beschichtet ist auch nochmal wichtig hinzuzufügen. Oft findet man Silnylon, das nur einseitig beschichtet ist. Gerade wenn man sich das, so ein einfaches, günstiges Tarp aus China bestellt, das dann teilweise nur 40 Euro kostet oder von mir aus 50 Euro und wahrscheinlich auch den Regen abhält. Und das wäre für ein Tarp reicht das ja auch vollkommen. Und das muss dann ja auch nicht teurer sein eigentlich. Aber das ist dann meistens nur einseitig Silikon beschichtet. Ja, und das hier ist sogar doppelt. Und dann finde ich wirklich 10 Euro pro Quadratmeter. Einen sehr fairen Preis. Außerdem kriegt man es noch einen Ticken breiter, als man es bestellt hat, weil da noch ein Verarbeitungsrest dran ist. Man kann hier sehen, wenn man es dann sieht, Lichtverhältnisse gerade etwas schwierig. Ja doch, da könnt ihr sehen, das ist hier ein wenig ausgefranst. Das ist eben jetzt nicht vom Nähen von meinem sehr, sehr freundlichen Personal, sondern das ist einfach Herstellung. Wenn das Zeug gewebt wird, muss ja irgendwie so ein Rand übrig bleiben. Den kann man jetzt schön gerade abschneiden oder man baut ihn einfach mit ein. Und wir haben ihn einfach mit eingebaut. Und dadurch, dass eben dieser Rand da noch dran ist, aber bei den Maßen, in denen man das bestellt, nämlich 1,50 Meter ist die Rolle breit und Länge kann man sich eben aussuchen, wie viele Meter man dann haben möchte. Wenn man 4 nimmt, kommt man genau auf diese besagten 6 Quadratmeter. Das muss man dann in der Mitte noch einmal durchschneiden und dann andersrum zusammennähen und dann passt. Stellt euch das bitte bildlich vor, weil ich selber habe es auch halber nicht kapiert, aber man kommt noch auf ein paar extra Zentimeter. Und auch in der Länge haben sie uns extra 8 Zentimeter geschenkt. Ja? Also sie haben nicht bei exakt 4 Metern Ratsch gemacht, sondern bei 4 Metern und 8 Zentimetern Ratsch gemacht. Also finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Das macht natürlich Sinn, damit keine Reklamationen kommen und dann spart man sich viel Ärger. Aber das ist trotzdem schön, dass es so ist. Ja? Genau. So, und wie gesagt, 10 Euro pro Quadratmeter, was braucht man dann noch? Dann hat man mehrere Möglichkeiten. Entweder man näht sich hier noch so Laschen dran, kann man das sehen? Wie gesagt, schwierige Lichtverhältnisse. So Laschen dran nähen und in die Lasche macht man dann noch eine Öse. Und so, jetzt so könnte man es, glaube ich, auch sehen. Ich gehe mal einfach davon aus, dass ihr es jetzt gesehen habt. Und diese Ösen
kostet natürlich auch nochmal Geld. Dann braucht man noch eine Ösenzange und Ösenwerkzeug, wie auch immer. Wenn man das noch nicht hat, muss man sich das natürlich auch noch besorgen. Die Laschen selber, da kann man irgendeinen alten Packriemen für zerschneiden. Wenn man sowas nicht da liegen hat, dann braucht man halt auch nochmal irgendwas ganz Einfaches, Günstiges kaufen. Und ja, entweder macht man dann Ösen in die Laschen rein oder näht ein anderes, festeres Material ins Silnylon ein. Weil Silnylon selber kann man nicht ösen, das reißt aus. Das funktioniert nicht, wir haben es probiert. Und ja, oder man macht sich einfach generell Schlaufen dran an den Seiten und arbeitet nur mit Schlaufen, dass man also gar nicht mit Ösen schafft. Das kann man ja individuell machen. Ich habe jetzt, ich glaube, 4-mal Öse und 4-mal Schlaufe. Also an den Punkten, wo ein bisschen mehr Kraft drauf lastet, da habe ich Schlaufe. Und an den Punkten, wo ich damit rechne, dass da nicht ganz so viel Kraft dran zerrt, da habe ich Öse. Das ist jetzt so der Plan. Ne? So, nochmal zur Preispolitik. Theoretisch könnte man sich jetzt so einen Tapir auch aus Dyneema, Cuban Fiber, also diesem Hightech-Supermaterial, für das eben auch diese 600-Gramm-Zelte, das für diese 600-Gramm-Zelte verwendet wird, könnte man sich auch einen Tarp schneiden. Und bei Extremtextil, wo ich hier den Stoff her habe, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link, aber das ist keine Werbung, das ist keine Kooperation oder sonst irgendwie. Ich habe da stinknormaler Kunde was gekauft, ich habe keinerlei Deal mit denen laufen und krieg von denen nichts und das Teil hier ist komplett bezahlt. Und dass ich jetzt ein zufriedener Kunde bin, das gebe ich euch so einfach als Info mit, ohne dass das in irgendeiner Form zu irgendeiner Kooperation, wo in irgendeiner Form Geld, Macht oder Einfluss fließt, mit Extremtextil gekommen wäre. So, wichtig. Ja, jedenfalls, die haben auch eben dieses Cuban Fiber Zeug und da ist der wesentliche Unterschied, dass das das Vierfache kostet. Also egal was für ein Tarp, in welcher Größe man es sich auch immer zusammenschneidert, es kostet das Vierfache. Und wenn ich jetzt hier für 6 Quadratmeter logischerweise 60 Euro gezahlt habe, dann hätte ich, wenn ich das in Cuban Fiber gemacht hätte, dafür halt 240 Euro gezahlt, genau genommen 246, weil es 41 Euro pro Quadratmeter, glaube ich, derzeit kostet. Damit spart man dann allerdings nochmal Gewicht. Und zwar sage und schreibe, wenn man die 18 Gramm Cuban Fiber Variante nimmt, exakt die Hälfte. Ja? Also statt 6x36 sind 180 und 216. Glaube ich. Wenn nicht, schreit hoffentlich mein Mathe-Rechner im Hintergrund. Also 216 Gramm müsste rein der Stoff hier gewogen haben. Das kommt auch hin beim Nachwiegen. Und beim Cuban Fiber wäre es quasi so ungefähr die Hälfte. Dann wäre man also noch bei 108 Gramm. Ja, 108 Gramm. Man könnte also auch sozusagen 108 Gramm sparen, indem man ja 200 Euro, ein bisschen weniger, 180 Euro mehr ausgibt. Ja? Jetzt muss man überlegen, ist mir 180 Euro Investition für 100 Gramm weniger Gewicht, ist mir das was wert? Will ich das machen? Und da möchte ich jetzt behaupten, dass man an anderer Stelle, wenn man 180 Euro mehr zahlt, woanders wirklich viel mehr Gewicht sparen kann, beispielsweise beim Schlafsack. Weil ob du jetzt einen guten Schlafsack, Kunstfaserschlafsack für 100 Euro kaufst oder für 280 Euro dann schon einen Daunenschlafsack, da kannst du ganz viel Gewicht mitspielen. Ja? Und da sind diese 180 Euro mehr Preis viel, 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 viel besser investiert. So, also das nur am Rande zu den Hintergründen. Heringe. Heringe ist ja auch ein Thema. Übrigens, die Schattensituation stellt sich so dar, wie sie sich darstellt, weil ich hier hinter so einem blöden Baum hocke, so halt. Jetzt bin ich im Licht. Also, Heringe hatte ich auch überlegt. Ja, wenn man jetzt schon ein Ultraleicht-Tarp hat, dann braucht man doch auch Ultraleicht-Heringe dazu. Und der Heringmarkt gibt her den leichtesten Hering, nicht günstig. Günstig ist er dann nicht, aber leicht ist er schon. Der leichteste, den ich gefunden habe, das ist ein dünner Metallstab. Der hat gar kein V-Profil wie diese hier. Ja, das ist einfach nur im Grunde ein Nagel, wenn man so möchte. Und der ist aus Titan und der hat noch einen schönen Kopf mit einer schönen Befestigung, wo man dann eben sein Schnürchen festmachen kann. Das sieht auch ganz hübsch aus und stylisch und alles pipapo und so weiter. Wiegt 6 Gramm pro Hering und
das ist die leichteste Möglichkeit, einen Hering überhaupt mitzutragen. Noch leichter ist jeden Abend selber schnitzen. Will man vielleicht nicht unbedingt. So. Die Dinger hier, das sind alte Hilleberg-Heringe, die kann man so nicht mehr kaufen, weil die sind sehr alt. Von 2002 müssten die hergestellt worden sein und dementsprechend alt. Aber noch gut, denn die wiegen sage und schreibe 11 Gramm. 11 Gramm ist jetzt fast das Doppelte von den 6 Gramm Dingern, aber dafür haben die auch ein V-Profil. Kostenpunkt jetzt für mich nix. Die sind also funktional besser und funktionieren auch in Sandböden, weil mit diesen einfachen Nägeln kannst du im Sandboden, da hast du dann gegebenenfalls wirklich Schwierigkeiten. Müsst du mir jetzt einfach glauben, es gibt Böden, da hält so ein oller Nagel einfach nicht. Und da muss man sich in dem Fall halt auch wieder Stöckchen schnitzen, da geht die Welt nicht unter, aber es ist schon nervig. Und ich möchte schon gerne Heringe dabei haben, die in, sagen wir mal, 80% aller möglichen Böden, die ich im Wald so finde, sehr gut heben. In 10% nicht so gut, aber es reicht noch. Und lediglich in weiteren 10% gar nicht. Und dann müsste ich wirklich Stöckchen schnitzen. Ja. Wie gesagt, 11 Gramm. Der leichteste, den man in Deutschland, den ich jetzt gefunden habe, den man in Deutschland kaufen kann, könnt ihr gerne selber auch nochmal rumrecherchieren und mir dann darauf hinweisen, dass es noch einen leichteren gibt, wiegt 9 Gramm, der noch ein V-Profil hat, wohlgemerkt, ist aus Titan und kostet pro Stück 10 Euro. Jetzt brauche ich 6 Heringe und jetzt müsste ich nochmal 60 Euro investieren, um sage und schreibe im Vergleich von 11 Gramm zu 9 Gramm 12 Gramm zu sparen. Yay! 60 Euro für 12 Gramm Ersparnis. Yes! Nein! Ganz bestimmt nicht. Also so weit geht es mit dem Ultraleichtgedönse dann doch nicht. Titan zu Alu ist ja in dem Kochgeschirrbereich durchaus ein Thema, wo man wirklich nochmal ordentlich Gewicht sparen kann. Zumal man aus dem reinen Alu-Topf gegebenenfalls gar nicht essen möchte. Dann braucht man anodisiertes Alu, das ist ein Hauch schwerer. Oder eben beschichtetes Alu, das ist nochmal ein ganzes Eckchen schwerer. Aber immer noch leichter als Edelstahl übrigens. Aber wer auf Edelstahl total steht und von mir aus auch gerne Edelstahl verwenden, ist auch völlig wurscht. Nur beim Kochbereich spart man eben zwischen Titan und Alu. Weshalb Gewicht? Weil der Titantopf, Titanbecher, Titantasse, Titan was auch immer, dünnwandiger sein kann als Alu, weil Titan grundsätzlich ein wenig härter ist vom Material her. Stabiler, schlicht und ergreifend. Beim Hering ist das auch so, aber da ist dann, braucht man schon noch eine gewisse Mindestmaterialstärke. Und Titan und Alu, die wiegen fast dasselbe. Titan ist zwar ein Hauch leichter, aber nicht mehr viel als Alu. Und wenn man an der Materialstärke also gar nicht schrauben kann, ist die Gewichtersparnis von Alu auf Titan umzusteigen bei Heringen ja 10-15%, so irgendwas um den Dreh. Und das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht den extremen Preis für Titanheringe, die einfach nur arschteuer sind. 10 Euro kostet so ein Ding mindestens, ich habe es auch schon für 12,50 gesehen und teilweise auch noch teurer. Und das sehe ich wirklich hinten und vorne nicht ein. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Gut, jetzt gehört zu diesem Set natürlich noch Strippe. Und das Problem ist, weil ich so ultraleicht sein wollte, habe ich zu wenig Strippe dabei. Ich habe nämlich bloß meinen improvisierten Paracord. Da kommt später dann nur so eine Strippe dazu. Hier also sowas Leichtes, Dünnes. Das reicht ja auch völlig. Das ist trotzdem Dyneema-Seil. Ist entsprechend stabil, wird also garantiert nicht reißen. Vorher reißt mir mein Tarpstoff und fliegt, was weiß ich, der Baum um, an dem ich es festgebunden habe, bevor diese Schnur da reißt. Das heißt, das reicht völlig. Muss ja auch nichts was mitnehmen, was viel zu reißfest ist. Braucht dann ja kein Mensch. Das Doofe ist nur, ich habe momentan noch zu wenig von solchen Schnüren, die ich dafür gerne nehmen würde. Und deswegen hatte ich nur ein einziges Ersatzparacord eingepackt und muss jetzt also einen Tarpaufbau wählen, der mit zwei Schnüren irgendwie klarkommt. Und leider habe ich auch keine Trekkingstöcke dabei, wie ich sie auf einer richtigen Tour hätte. Und deswegen, wie gesagt, Tarpaufbau-Variante wird ein wenig eigentümlich, eventuell. Aber irgendwas fällt mir schon ein. Das mache ich jetzt als nächstes. Kurz nochmal... Nee, das zeige ich euch, wenn es steht. Die Details und wie toll das genäht ist, zeige ich euch, wenn es steht. Und die große Danksagung, die kommt dann auch, wenn es steht. Aber nochmal eine Kleinigkeit. Zu dem Preis kriegt man kein leichteres Tarp irgendwo käuflich erworben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, und ich habe wirklich alles versucht abzusuchen, was ich finden konnte mit leichten Tarps. Ich habe nichts Leichteres gefunden.
zu vergleichbarem Preis und bei vergleichbaren Eigenschaften. Und das finde ich toll. Ja? Es war immerhin noch 70 bis 80 Gramm leichter als das nächst leichtere, das ähnlich groß ist. Gut, jetzt baue ich das Ding mal auf, suche mir noch eine schöne Stelle und dann könnt ihr mir zugucken, wie ich versuche, das mit zwei Schnüren irgendwie halbwegs hinzukriegen. So, und da steht's auch schon, weil wie man das aufbaut, hat jeder jetzt schon 7 Milliarden Mal gesehen. Für faltenfrei bräuchte ich mehr Schnüre. Schlicht und ergreifend bräuchte ich mehr Schnüre. Aber man kriegt's natürlich auch faltenfrei aufgebaut. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Features ein. Und zwar, das hier sind die Ecken. Die Ecken sehen so aus, wie ich finde, ist das wirklich wunderbar vernäht von Chefin. Apropos der Faden, dieses braune Zeug hier. Ich hatte vergessen, welche Farbe das Tarp hat und habe dann aus Versehen braunen Faden statt Anthrazitfaden bestellt. Aber gut, ich bin halt doof, deswegen ist der Faden jetzt braun. Das macht aber nichts, das gibt dem Ganzen so einen individuellen Touch, finde ich zumindest. Und wie ihr sehen könnt, gehen wir mal ganz nah ran. Das ist wirklich... Entschuldigung wegen der Wackelkamera, aber es ist wirklich tippitoppi vernäht, soweit ich das beurteilen kann. Hatte das ganz toll hingekriegt, natürlich mit der Nähmaschine. Und die Lasche hier sitzt super fest, da ist jetzt auch ordentlich Zug drauf, da passiert gar nichts, das hält bombensicher, alles überhaupt kein Problem. Das ist übrigens ein 20D-Nylon. Also ein durchaus sehr stabiles, gut 20D ist im unteren Bereich von überhaupt diesen Angaben als von Denier oder wie das heißt, als weiter Reißfestigkeit. Aber 20 reicht auch vollkommen für so ein Teil. Ja, das reicht völlig. Das soll ja ein Waldtarp sein und dementsprechend will ich damit nicht in irgendeinem Orkan oder sonst was übernachten, sondern halt bloß im Wald. Also an den Ecken haben wir eben die Laschen, wie gerade gezeigt. An den der Mitte sozusagen, jeweils an den Mitten auch viermal so ein kleines Läschlein vernäht und in diesem kleinen Läschlein dann eben entsprechend eine Öse drin. Das hält bisher auch ganz wunderbar. Sollte sich daran irgendwann mal was ändern, dann melde ich mich und sage Bescheid. Laschen halten, Ösen in Laschen halten nicht. Wie auch immer. Jedenfalls seht ihr auch, diese Heringe sind für Waldboden wunderbar geeignet. Die halten da bombensicher. Das kenne ich ja auch noch von meinem entsprechenden Zeltchen. Da waren die auch immer ganz hervorragend. Und dafür, dass die so leicht sind, ist das auch ganz toll. So, jetzt hätte ich hier theoretisch auf... der 1,50 Meter Marke auch noch mal so eine Lasche mit Öse. Da habe ich mir auch noch ein Schnürchen dran gemacht, dass ich da also theoretisch problemlos noch was abspannen könnte. Aber geht jetzt natürlich nicht, weil ich habe keine Schnur. Aber wenn man das dann auch noch da abspannen würde, dann würde man natürlich auch diese Falte hier rauskriegen. Ne? Also das nur am Rande angemerkt. Man könnte die Falte auch rauskriegen, indem man, da bin ich sehr froh drüber, die Mittellasche nutzt und die Mittellasche dann noch an irgendeinen Baum entsprechend abspannt. In diesem Fall hier speziell würde ich vermutlich den Baum nehmen. Theoretisch könnte man auch noch den Baum da drüben versuchen. Aber ja. Er ist auch gar nicht notwendig. Also so wie es jetzt steht bzw. hängt, finde ich das sehr, sehr, sehr übernachtungsfähig. Hier jetzt nochmal eine entsprechende Ecklasche mit alternativen Schnürchen. Hier nochmal die Firstlasche. Dass hier so ein Farbunterschied ist, das ist natürlich dafür da, dass man weiß, wo vorne ist. Ne? Nein, das ist dafür da, um das Loch, das wir beim Versuch haben, da eine Öse reinzumachen gemacht haben, wieder abzudecken. Ja? Das ist also quasi ein Flicken. Auch daran kann man erkennen, es ist halt ein Individualtarp mit Charakter und nicht Stangenware. Ja? Ich finde das also überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, das erhöht irgendwie noch die Liebe, die man zur eigenen Ausrüstung empfindet, wenn sie einen gewissen Charakter hat, wie ich finde. Ja? So, hier der Blick unters Tarp. Wie man sieht, habe ich da jetzt nicht aufgeräumt. Ich will da jetzt auch gar nicht übernachten, aber für eine Person ist das jetzt super geräumig. Seht ihr? Ich lege mich auch gleich noch drunter und mache noch eine Aufnahme, wie ich drunter liege, damit man vom Platzangebot her besser ein Gefühl kriegt.
Ein 3 Meter langes Tarp, das braucht man unter Umständen gar nicht mal. 2,50 Meter hätte wahrscheinlich auch gereicht, aber dass es jetzt 3 Meter hat und nicht 2,50 liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Stoff halt so geliefert wurde, wie er geliefert wurde. Und natürlich hätte man am Ende nochmal 50 cm abschneiden können. Hätte man machen können. Aber dadurch habe ich jetzt noch ein bisschen extra Stauraum, je nachdem wie ich das Ding aufbaue, wo ich meine Ausrüstung, wenn ich mal mehr Ausrüstung dabei habe und nicht nur einen ganz kleinen Rucksack, weil das Ding ist ja gedacht für ultraleicht, aber man kann es ja genauso gut für jede andere Tour auch nehmen. Ich weiß nicht, was dagegen spricht, ein leichtes Tarp zu verwenden. Ja, egal, was man vorhat, das Tarp darf doch leicht sein, das tut doch nicht weh. Und nochmal, es ist ein Waldtarp, das wäre nochmal wichtig. Aber ich lege mich nochmal rein und dann erzähle ich noch ein paar Takte. So, und jetzt eben aus dem Tarp, wie man sieht, ich habe noch jede Menge Platz über dem Kopf, wenn ich jetzt so rum drin liege und so rum würde ich drin liegen. Hier noch Ebbe nach oben. Ich habe hier auch noch jede Menge Platz zwischen Kopf und eben Ende vom Tarp. Also selbst wenn der Regen jetzt direkt senkrecht fallen soll, dann ist überhaupt kein Problem, weil ich habe hier ja über mir, ne, hier jetzt Höhe meines Kopfes, da seht ihr noch die Hutkrempe und da ist noch also jede Menge Stoff, wenn ich jetzt direkt senkrecht nach oben filme. Ist überhaupt kein Problem und ich kann auch locker, Moment, flup, 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 so viel nach hinten, hä? Und da ist immer noch Platz und okay, jetzt muss ich die Füße schon querlegen, damit ich nicht anstoße an der Plane. Aber ich könnte es ja hinten auch noch mal ein bisschen höher bauen. Da würde ja auch nichts dagegen sprechen, dass ich da hinten einfach auch noch mal mit Schnüren arbeite, mir noch einen anderen Baum suche, einen anderen Ast, generell einen höheren Aufbau nehme. Und da sieht man also eine Breite von 2 Metern. Das reicht für eine Person vollkommen aus. Auch wenn es eine etwas längere, etwas größere Person ist. Und dann sind die zusätzlichen 50 cm nach hinten halt schon noch ein gewisser Luxus, den ich mir gönnen wollte. Jetzt haben wir gesagt, 50 cm nach hinten bei einer Breite von 2 Metern sind logischerweise noch ein zusätzlicher Quadratmeter. Man hätte also noch einen Quadratmeter und damit 36 Gramm Gewicht sparen können. Aber 36 Gramm ist mir der zusätzliche Quadratmeter Stoff auch ganz ehrlich wert. Da trage ich ihn gerne. Ja, und ihr seht, also es ist wirklich super geräumig, gerade auch wenn man jetzt hier so drin liegt. Und angenommen, man möchte jetzt in dieser Position jetzt im Rucksack rumkruscheln, wenn man sich ihn kurz da vorne hingelegt hat, wo ihr jetzt seid. Wenn man da vorne sich was kochen möchte, kann man auch machen. Und natürlich, ich kann es ja immer noch weiter hoch machen. Und dann, das ist ja unter dem Tarp sowieso kein Problem. Dann hat man selbstverständlich auch keine Schwierigkeiten, sich hier auch mal hinzuhocken natürlich. Ne? Das ist ja alles selbsterklärend und ganz einleuchtend. Ne? So, ja. Und jetzt hängt mein Kopf da ein bisschen an. Aber wenn ich jetzt noch ein Stückchen weiter vorrutsche, habe ich auch nahezu komplett Kopffreiheit und stoß da gar nicht mehr an. Und das sind einfach die Möglichkeiten, weshalb ich Tarps auch gerne mag. Jedes Zelt, außer ein Zweimannzelt, eben für mich alleine, dann habe ich schon recht viel Platz. Aber auch dann stoße ich hin und wieder mal an der Wand an, insbesondere wenn ich dann irgendwelche Wendemanöver, Umziehmanöver oder sonst was mache. Und mit dem Tarp ist das alles überhaupt kein Problem, gerade wenn das Wetter gar nicht so schlecht ist. Dann kann man sich so hoch aufbauen, wie man lustig ist. Der Bart sitzt heute irgendwie nicht. Und ja, hat man einfach mannigfaltige Möglichkeiten. Mir gefällt auch die Farbe. Das ist von außen natürlich Anthrazit, aber dadurch, dass dann das Licht durchscheint, sieht es eher dunkelblau aus. Und ich mag dunkelblau. Und deswegen finde ich das auch ganz geschickt. Flecktarn wollte ich nicht haben. Hatten sie, glaube ich, auch gar nicht. Was Auffälligeres wollte ich auch nicht haben. Also fand ich dieses fast nahezu schwarz eigentlich eine sehr geeignete Farbe. Und Ich muss auch wirklich nicht super, super ultra getarnt sein. Man hört dann doch auch immer Geschichten von Leuten, die komisch angeguckt werden, wenn sie halt zu sehr in Militärtarnung und ähnlichem Zeug entsprechend unterwegs sind. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, zur Reißfestigkeit. Ja, dadurch, dass das jetzt halt ein leichtes Material ist, ist es selbstverständlich nicht das aller stabilste Material. Und potenziell könnte das, wenn jetzt bei einem krassen Sturm mir der Wind hier unters Tarp pfeift, schon möglich sein, dass mir entweder die Ösen oder die Laschen oder der Stoff selber tatsächlich verreißt. Ich sage nicht, das ist nicht unmöglich. Das ist schon, es wäre vorstellbar. Aber
Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Deswegen habe ich auch nochmal gesagt, Waldtarp. Bei einem Sturm, der einem das Tarp verreißen könnte, noch im Wald zu liegen, ist ohnehin total lebensmüde, weil bei so einem Sturm fallen auch schon Bäume um. Ja, das heißt, für so einen Sturm ist das Ding überhaupt nicht ausgelegt, muss es auch nicht sein, weil ich werde den Teufel tun, wenn so ein Sturm aufkommt, noch im Wald zu sein. Ja? Und ich werde auch nicht versuchen, bei so einem Sturm dann auf dem nächsten Acker mein Tarp wieder aufzubauen und dann dafür halt auf dem Acker zu schlafen, sondern wenn so ein Sturm kommt, dann begibt man sich irgendwo in Sicherheit, bis der Sturm vorbei ist. Und zwar wo Festes in Sicherheit, sprich Waldhütte oder irgendwo draußen halt im freien Bereich, wo man dann halt in Gottes Namen dann halt eben nicht schön übernachtet, sondern sich halt hinhockt und wartet, bis das Wetter wieder einigermaßen okay ist und man wieder irgendwo Deckung suchen kann. Also das ist eine Einschränkung, ja. Ja, mit einem Panzertarp, Kategorie Baumwoll, Segeltuch oder sonst irgendwas, was nahezu unzerstörbar ist oder einem super, super dicken Silnylon, könnte man in so einem Szenario eben auch draußen auf dem Feld bei egal welchem Wind sich ein Tarp wieder aufspannen, vorausgesetzt man hat da natürlich irgendwie Stöcke dabei oder sonstiges Material, womit man es aufspannen kann. Und es würde halten und man hätte dann also auch in diesem Zusammenhang dann noch die Möglichkeit, sich einen Wetterschutz entsprechend zu errichten. Das ist tatsächlich eine Option, die ich für so unwahrscheinlich halte, dass ich darauf verzichten kann und die fehlt mir jetzt. Ja, aber dafür wiegt das Ding eben ein Drittel von einem 3x3 Massivtarp aus stabilen Materialien und wiegt immer noch deutlich weniger als ein 2x3 Baumarktplan-Tab zum Beispiel. Eine Baumarktplane ist ja auch relativ leicht. Wenn man die leichtere Variante der Baumarktplane nimmt, dann ist man, glaube ich, bei 400 Gramm oder irgendwie sowas. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das ist auch wirklich nicht schlecht. Aber mit 250 und ein paar zerquetschten, 260 sagen wir mal, ist das halt schon nochmal eine Ecke leichter. Und dadurch, dass es auch selbst gemacht ist und Chefin da eben so viel Herzblut reingesteckt hat. Und außerdem hat sie es auch noch super schnell hingekriegt, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte und es kaum erwarten konnte. Und das ist natürlich unglaublich lieb von ihr gewesen. Und ich bin ganz begeistert. Und handwerkliche Qualität ist auch echt tippitoppi. Also sie kann definitiv ganz, ganz viel in der Hinsicht. Ja, ich darf jetzt nur die nächsten Wochen und Monate und am besten dieses Jahr nicht nochmal auf die Idee kommen, jetzt noch was anderes genäht haben zu wollen, nachdem ich jetzt feststelle, wie cool selbstgemachte Ausrüstung eigentlich ist. Habt ihr irgendwo den Flicken entdeckt? Also es gibt auch noch einen Flicken im normalen Material. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade selber nicht. Ah doch, da hinten. Da in der Falte. Da ist er. Da ist er. Das war ein kleiner Unfall. Bei der Herstellung haben wir erfolgreich alles wieder repariert. Überhaupt kein Problem. Gibt dem Ganzen nochmal einen gewissen individuellen Touch. Im ersten Moment war es natürlich schade. Ganz neues Ding. Schon ein Flicken nötig. Aber ja, ich find's irgendwie cool. Jetzt zurückwirkend finde ich es wirklich cool, weil wegen diesem individuellen Touch, den es dadurch bekommt. Ja, voll viel gelabert zu einem einfachen Stück Stoff, ne? Aber ihr wisst, was ihr bekommt, wenn ihr auf meine Videos klickt. Da kann jetzt keiner sich rausreden. Von daher, yo. Ich bin super zufrieden. Ich finde das Ding richtig, richtig, richtig toll. Das ist nicht mein favorisierter Aufbau. Den zeige ich euch dann irgendwann ein andermal, wenn ich es dann wirklich auf Tour verwende und genug Schnur dabei habe. Und also an dem Schnurproblem muss ich echt noch lösen. Aber wir haben es jetzt ja mal gesehen in Aktion. Auch Spannen gar kein Problem. Wir wussten nicht, wie sich der Stoff verhält, wenn man den ordentlich auf Zug bringt. Das war jetzt auch nochmal die Frage. Und ich habe hier schon jetzt gespannt, was geht. Ja, viel mehr Spannung kannst du gerade auch jetzt hier bei der Firstleine, heißt die so, da kannst du nicht mehr viel mehr Spannung draufgeben. Also das ist wirklich Ultima Ratio und ja, also sehr cool. Übrigens, nur noch mal zur Info, dann bin ich wirklich durch. Würde man es komplett bis zum Boden abspannen, ja, also gar keinen Durchzug haben wollen, weil es kalt ist und man möchte eine super sturmstabile, wirklich Schiedwetteraufbau, ja, dann kann man natürlich auch da hinten auf dem Boden spannen, so wie jetzt, und das Ding seitlich komplett runterspannen und nur an einer Seite hochspannen, also da hinten, dann wird es eng.
dann wird es wirklich eng, gerade wenn man dann noch eine dicke Isomatte hat, also so ein 7 cm Teil oder sowas, dann wird es wirklich eng. Es geht aber gerade noch so und diese Variante des Aufbaus ist dann halt wirklich sehr, sehr, sehr sturmstabil. Da hat der Wind ja überhaupt keine Angriffsfläche. Wenn man das flache Ende in Windrichtung baut und da vorne das nur so ein kleines bisschen absteht, was soll der Wind da angreifen? Wie soll das gehen? Der kann da drunten unten nur minimal unterster ab drunter pfeifen, da vorne rein pfeifen kann er sowieso nicht, weil es gegen die Windrichtung ist. Und dann ist auch dieses Material, dieses leichte, nicht besonders stabile Material, vollkommen ausreichend, um eben so einen Sturmnotaufbau zu machen. Und das geht auch wunderbar im Schnee, weil dann kann man sich ja einfach eine Mulde in der Mitte graben, dann hat man auch wieder Platz. Und trotzdem hat der Wind keine Angriffsfläche. Also man ist mit Tarp so vielseitig wie mit nichts anderem. Was man halt nicht hat, ist Mückenschutz. Den hat man halt gar nicht. Ja. Da muss man sich dann anderweitig was einfallen lassen. Oder sonstige Kriechtiere und was sonst noch unterwegs ist. Jo. Und selbstverständlich kann man so ein Ding auch als Hängematten-Tarp verwenden, für wen das interessant ist. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich soll es nicht übertreiben mit dem Dankeschön, sonst kriege ich Ärger. Deshalb vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an Schatz. Jetzt auch nochmal in Videoform, damit die Welt auch weiß, dass mein Schatz ganz, ganz großartig ist. Und, das ist großartig. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass es überhaupt möglich ist, sowas selber zu machen. Wenn überhaupt irgendwas selber machen, dann hätte ich noch gedacht, vielleicht kriege ich auch ein Tarp hin. Aber nachdem ich gesehen habe, wie viel Kilometer gefühlt an Naht notwendig waren, um dieses Ding zusammenzunähen. Nämlich, Moment, es sind 4 Nähte von 2 Meter Länge. Es sind 2 mal 10, das sind 4, also es sind mindestens 24 Meter ohne irgendwelche Verstärkungen und sonst was an Naht, die wir hier entlang genäht haben, um das Ding jetzt halt so zusammenzunähen. Das geht schon ein Weilchen und das soll ja alles auch noch gerade sein. Und wenn man da nicht Erfahrung an der Nähmaschine hat, dann sitzt man da sehr lange. Also Schatz, ich weiß das wirklich extrem zu würdigen und bin total begeistert. Sie hockt ja da hinten, aber sie möchte heute nicht weiter in Erscheinung treten. Das ist irre. Also, da werde ich viele, 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 viele ganz tolle Nächte entsprechend drin haben. Und wer noch wissen will, was das Ding von der Wassersäule hat, nur 1200. Aber es ist auch ein Dach. Ja, das ist schräg. Da staut sich das Wasser nicht drauf. Das läuft ab. Also nur 1200 reicht für ein Tarp vollkommen. Da braucht man es auch nicht übertreiben. Da gibt es ja auch so China-Dinger, die angeblich Wassersäulen um 6000 haben. Das ist völliger Quatsch. Erstens glaube ich das denen nicht. Und zweitens, das braucht kein Mensch. Das ist kein Mehrwert. Ja. Einfach, das ist wie wenn du statt mit einem Seil, das, keine Ahnung, 4 Tonnen zieht, dein Auto abschleppst mit einem Seil, das auch ein, 40 Tonner abschleppen würde, rumziehst, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Diese Sicherheitsreserve brauchst du so bestimmt nicht. Und so ähnlich verhält es sich halt auch mit eben der Wassersäule von so einem dünnen, einfachen Silnylon. Braucht kein, also als Boden, als Zeltboden würde das nicht reichen, ja. Aber es ist ja kein Boden. So. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Tschüss.